Ja, das war die Reportage der Kollegen vom Weltspiegel. Sie lässt dann erstmal ein bisschen sprachlos zurück. Und mit Dr. Peter Kaub, den wir eben gerade gesehen haben, werde ich jetzt gleich über seinen Einsatz auf den Philippinen sprechen. Und damit nochmal guten Abend und herzlich willkommen bei uns. Nach dem Taifun Haiyan wird ja diskutiert, ist extremes Wetter wie auf den Philippinen oder auch in dieser Woche auf Sardinien eine Laune der Natur oder sehen wir hier die Folgen des Klimawandels? Was ist wissenschaftlich eigentlich belegt und was ist nur Spekulation? Mit dem Klima beschäftigt sich zurzeit auch die UN-Konferenz in Warschau. Dort wird über Wege gestritten, wie mit dem Klimawandel umzugehen ist. Darüber spreche ich auch mit Dr. Kaub und mit meinen weiteren Gästen. Herzlich willkommen bei uns der ARD Südostasien-Korrespondent Robert Hettkemper. Er berichtete kurz nach dem Taifun aus Tacloban, einer Stadt, wie wir eben gesehen haben, die besonders heftig betroffen ist. Und herzlich willkommen bei uns Francis Wager. Der gebürtige Philippiner lebt seit seiner Kindheit in Berlin und hat jetzt eine Hilfsaktion für die Opfer der Katastrophe gestartet. Herzlich willkommen bei uns Dr. Daniela Jakob, Meteorologin und Klimaforscherin, unter anderem hier am Max-Planck-Institut in Hamburg und Mitarbeiterin des UN-Klimarats. Und Michael Kühn ist bei uns. Herr Kühn ist Klimareferent der Welthungerhilfe, die mit Hilfskräften gerade im Einsatz auf den Philippinen ist. Und ganz außen bei uns zu Gast heute Michael Bauchmüller. Er ist Umweltexperte der Süddeutschen Zeitung. Und wie auch Michael Kühn kommt er gerade von der UN-Klimakonferenz in Warschau, wo es ja heute, wie wir eben in den Tagesthemen noch mal gehört haben, zum Eklat kam, als 400 Mitglieder von Umweltverbänden demonstrativ die Konferenz dann verlassen haben. Herr Kaub, Sie sind seit ein paar Stunden wieder da. Schön, dass das geklappt hat. Es war sehr beeindruckend, was wir eben gesehen haben. Sie waren 10 Tage jetzt dort. Können Sie uns kurz noch mal schildern, wie die Lage vor Ort ist? Ja, das habe ich mein Leben nicht gesehen. So wie ich das auch in dem Film beschrieben habe, wie wenn aus den Bauklötzen umgeworfen wurden. Es war da, wo wir waren, alles zerstört, in Tacloban. Wir sind nach Palo mit unserem Feldlazarett. Da war alles weg. Das war Ihr erster Einsatz in dieser Form in einem Krisengebiet als Arzt? Das war mein zweiter humanitärer Einsatz. Ja. Einmal war ich in Dadaab. Firma in Afrika. Genau, aber noch nie in einem Schadensgebiet dieses Ausmaßes. Mhm. Wie hält man das selber aus? Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Also wir sind vorbereitet und natürlich ist die Anzahl der Verletzungen eine höhere, aber nicht unser Problem steht im Vordergrund. Ja, aber wie bereitet man sich darauf vor? Ja, wir machen regelmäßige Übungen, wo trainiert wird, gemeinschaftlich solche Dinge anzugehen. Die Verletzung an sich, jeder von uns ist Profi in seinem Gebiet. Also, Sie sind sonst noch ein ganz normaler Arzt, haben eine Praxis? Genau, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, also Hausarzt. Aber in meinem vorigen Geschichte war ich Anästhesist, also Narkosearzt und Notfallmediziner über 10 Jahre und mache das auch noch weiter, Notfallmedizin. Und die Praxis wird jetzt vom Kollegen geleitet in diesen 10 Tagen? Genau, die wird von einem Vertreter geführt. Drei Tage zunächst in Manila festgesessen. Was war das Problem, dass Sie nicht da vor Ort rankamen? Ja, das Land lag unter einer maximalen Katastrophe. Wir kamen einfach nicht weiter. Es sind ja viele Inseln, wo man hin muss. Und wir sollten ja Hilfe vor Ort möglichst weit ins Gebiet hinein. Alle Straßen waren kaputt. Man wusste nicht, wie ist der Zustand der Brücken, wie ist die Sicherheitslage. Ja, ja. Herr Kühn, haben Ihre Mitarbeiter ähnliche Erfahrungen gemacht, dass es erstmal ganz schwer war, dorthin zu kommen? Soweit ich weiß, ja. Ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, persönlich mit denen zu sprechen. Aber ich kenne die Kollegen. Die sind auch sehr erfahren. Die kennen die Situation. Die wissen auch, worauf sie sich einlassen. Und natürlich, das allererste Problem ist die Logistik. Das war in Haiti nach dem Erdbeben so. Sehr chaotisch, unkoordiniert. Und da muss man erstmal Wege finden, wie man sich da zurechtfindet. Herr Hettkemper, Sie waren ja auch schnell dort vor Ort. Wir sehen auch gleich noch ein paar Bilder, die Sie mitgebracht haben. Warum gestalten sich die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen da so schwierig, gerade von Manila aus? Naja, die Insel Leyte und das benachbarte Samar, das sind ja die beiden am meisten Betroffenen, sind auch zu normalen Zeiten nicht einfach zu erreichen. Nicht? Der Flughafen ist relativ klein in Tacloban. Die Straßen dahin sind nun auch wirklich keine vierspurigen Autobahnen. Das ist schon mehr so Landstraßencharakter, auch zu normalen Zeiten. Und die philippinische Armee hat einfach nicht genug Flugzeuge. Sie kann sich nicht so schnell mobilisieren. Also ich finde insgesamt, also erstmal Chapeau für das, was das Team da geleistet hat. Innerhalb von 24 Stunden schon mal loszufliegen, ist ja schon eine irrwitzige Leistung. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Aber dann sitzt man halt fest, ja, wir haben auch viele Leute getroffen, die saßen in Cebu fest und warteten auf Transport.
Aber das kann so ein Land in so kurzer Zeit ja nicht leisten. Mhm. Das hat sich ja jetzt geändert. Mhm. Herr Kaub, als Sie nach Palo kamen, waren da andere Ärzte vor Ort, die Ihnen strukturell ein bisschen Hilfe liefern konnten? Nein, wir waren das erste medizinische Team. Also in Palo fanden wir nichts mehr vor. Es, nach Aussage der lokalen Behörden war es so, dass es 4 Krankenhäuser gab in Tacubaya. Die waren 3 komplett zerstört und 1 in einem unbekannten Funktionszustand. Und dort vor Ort war gar nichts. Wie baut man dann so ein Lazarett auf und findet dann den richtigen Standort? Ja, also auch die Standortsuche ist so, dass am Tag vorher ein Erkundungsteam oder 2 Erkundungsteams von uns, die natürlich auch ausgebildet sind, im Platz aussuchen, einmal durch die philippinische Armee unterstützt, mit einem Hubschrauber ein Gebiet gesucht haben, die anderen Auto gestützt, um dann zu schauen, wo liegen wir da, kann man dieses Lager gut sichern, ist da Wasserversorgung in der Nähe und so. Und was haben denn die Menschen so erzählt über den Sturm? Hatten die nicht ein Bedürfnis, auch das irgendwie einfach mal rauszulassen, darüber zu reden, was ihnen widerfahren ist? Ich muss sagen, dass die Menschen dort unglaublich geduldig waren, freundlich. Und wir haben natürlich nachgefragt im Rahmen der Behandlung, wenn man eine Wunde versorgt, mit Englisch oder mit Hilfe des Übersetzers, haben wir gefragt, wie das empfunden wurde. Und haben gefragt, wie lange dauerte denn dieser Sturm? Und die Antwort war, ein Leben lang. Also gefühlt war das für die ein nicht endender Sturm, über 5 Stunden. Mhm. Herr Kemper, Sie waren kurz nach dem Taifun mit dem Hubschrauber vor Ort. Wir haben die Bilder noch mal rausgeholt, also ohne Kommentar. Deshalb wäre es ganz gut, wenn Sie uns ein bisschen was dazu schildern können, was Sie dort angetroffen haben. Ja, das ist der Anflug auf Tacloban. Und man sieht ja, dass das Ufergebiet praktisch total wegradiert ist. Das galt vor allen Dingen für den langen, großen Uferstreifen. Da wohnen sicherlich einige zigtausend Menschen. Hier kommen wir noch mal ran. Wir sind gelandet auf einem Sportfeld in der Mitte der Stadt und sind dann durch die Stadt gelaufen, so schnell wie wir konnten. Auch wir waren überrascht und ich war überrascht, wie wenig Aggression eigentlich doch uns gegenüber da sich gezeigt hat. Die Leute waren einfach ja, zum großen Teil paralysiert, aber auf der anderen Seite haben sie auch mit uns gesprochen. Das ist der Rückflug zurück nach Cebu und da sieht man, dass die Kokospalmen abgeknickt sind. Und das ist ein ganz seltenes Phänomen. Normalerweise hält eine Kokospalme die stärksten Stürme aus. Hier liegen sie geknickt wie die Streichhölzer. Ja. Ich weiß, Sie lieben die Philippinen, Sie lieben die Menschen, Sie sind oft vor Ort. Dann haben wir eben bei dem Film gemerkt, also diese Fähigkeit, damit umzugehen, zu sagen, das geht irgendwie weiter. Wie schätzen Sie das ein? Warum sind die Filipinos so fähig, das so zu tragen? Das muss irgendwo in der Psyche verankert liegen. Ich weiß es nicht. Ich habe das bei so vielen Katastrophen erlebt auf den Philippinen. Das war der Riesenausbruch des Pinatubo 1991. Wir haben da gefilmt und dann kamen Leute, die hatten ein Schwein auf einer Stange, trugen sie irgendwie in Sicherheit und winkten in die Kamera, sagen, it's video, it's video. Ja. Das sind die eigentlich verrückt geworden. Jetzt wieder in Tacloban, ich bin zu einer Frau gegangen, die lachten ständig, da buschen sich ein paar Leute und kicherten und lachten, winkten auch zu uns. Also ich bin zu ihr hingegangen, sagen sie, jetzt sitzen Sie doch schon im tiefsten Dreck, warum lachen Sie eigentlich nur? Da sagt sie, ja, wenn wir schon so tief im Dreck sind, müssen wir ja auch noch Trübsal blasen. Also das liegt irgendwo in der Psyche, es wird auch ein bisschen hochstilisiert. Auch in der Zeitung wird gerne drüber geschrieben, wir Filipinos sind wasserfest. Ja. Ein bisschen übertrieben, aber sie können damit umgehen. Francis Wager hat mir das vor der Sendung schon erklärt. Sie sagen, wir sind da ein bisschen anders. Wir können das ganz gut tragen. Und eben, Francis, haben Sie geschmunzelt, als wir den Film geguckt haben. Ich hatte das Gefühl, Sie haben Ihre Landsleute noch mal wieder entdeckt in dieser Haltung, das tatsächlich zu verarbeiten, auf die Art und Weise. Ja, definitiv. Ich meine, man muss ja immer ganz ehrlich sagen, wenn man schon ganz unten ist, wie derjenige, der das schon erzählt hat, was hat man denn noch zu verlieren? Man kann nur noch lachen. Man muss lachen. Wenn man schon nichts mehr hat, dann bleibt nur noch das Einzige, was man hat, sich selbst oder seine Familie. Und wie die Frau schon im Fernsehen gesagt hat, solange die Familie okay ist, solange es alles intakt ist, solange alle gesund sind, ist die Welt in Ordnung. Und so funktioniert unsere Gesellschaft. Mhm. Francis, Sie kommen gebürtig aus Cebu. Wie geht es den Verwandten, den Freunden? Haben Sie Kontakte da? Ja, ich habe meine Kontakte da. Meine Tante hilft. Viele meiner Freunde helfen direkt in Cebu.
Sie haben selbst privates Geld aufgewendet, um erstmal die ersten Opfer zu helfen. Sie sind selber schon mal in Bogor gewesen. Das ist östlich von Cebu. Ja. Das auch schwer betroffen wurde. Die komplette östliche Küste nördlich von Cebu wurde mehr oder weniger auch ausradiert. Es fängt bei Bogor an, geht hoch nach San Romino, Hagnayan und natürlich Bantayan. Sie haben selbst eine kleine private Hilfsaktion gestartet. Was ist dabei rumgekommen? Das ist super interessant. Ja, da sind ungefähr 25.000 Unterschriften gekommen. Ja. Ich habe die größten Kekshersteller Deutschlands gebeten, eine nette Spende an den World Food Program zu starten, der Vereinten Nationen. Und, Sie haben große Keksfirmen angeschrieben, haben gesagt, ihr müsst was machen. Ja, genau. Also ja, so war es nicht. Ich habe das über Change.org gemacht, das ist eine große Petitionsplattform. Und ich war am Anfang sehr überrascht. Ich habe innerhalb von wenigen Stunden mehrere tausende Unterschriften sozusagen gesammelt. Und ich habe gestern mit Bison telefoniert. Sie haben schon die ersten Lieferungen, sind schon rausgegangen und sie werden auch noch weitere Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Das heißt, die haben sofort reagiert. Wie sinnvoll, Herr Kühn, kurze Ergänzung, Energiekekse sind immer wieder ein Thema in so einer Situation. Sind es Energiekekse? Das weiß ich eben nicht. Ja. Oder sind das Bison-Kekse? Nein. Warten Sie jetzt vor. Nein, das ist selbstverständlich. Also in den unmittelbaren Stunden, also jedenfalls so unmittelbar man nach so einer Katastrophe überhaupt vor Ort sein kann und helfen kann, ist es natürlich ein Hilfsmittel, ganz klar. Mhm. Worum es natürlich mittelfristig gehen muss, ist, dass die Selbstheilungskräfte der Gesellschaft wieder animiert werden müssen und die Leute ihr Essen wieder selbstständig produzieren können, ne? Langfristig. Hier ist eine Privatinitiative und fliegt morgen auch auf die Philippinen. Morgen früh geht's los. Ja. Was ist der Plan? Was werden Sie dort machen? Ich habe heute mit dem World Food Program telefoniert. Bitte? Ich habe heute mit dem World Food Program telefoniert, der WFP. Die sind selber vor Ort, haben schon selber 100 Tonnen auf die Philippinen verfrachtet. Mhm. Und ich bin dort 2,5 Wochen da und ich werde die erste Woche erstmal mich umhören, wie das aussieht. Mhm. Und werde bestmöglichst sozusagen helfen. Ich habe eine kleine Spendenaktion gestartet, wo ich auch ein bisschen, wo ich Geld gesammelt habe und werde diese Gelder natürlich dementsprechend einsetzen. Mhm. Und durch meine Verwandten und meine Familie, die unterstützen mich natürlich im vollen Zuge. Sehr schön, tolle Aktion. Herr Kaup, nochmal zurück zu Ihnen. Was haben Sie da alles machen müssen? Was waren die häufigsten Verletzungen? Ja, wie im Film dargestellt, häufige Verletzungen waren durch herumfliegende Bleche, Trümmerteile ausgelöst. Uns haben die Menschen erzählt, dass während des Sturms auch kaum Sicht war. Also wenn man dann rausging und was sichern wollte, dass man keine Hand vor Augen sozusagen sehen konnte. Also auch wenn es 5 Stunden getobt hat, kam es zu tiefen Schnittverletzungen, zu Brüchen, zu wahrscheinlich auch Amputationsverletzungen. Diese Menschen haben wir natürlich nicht mehr gesehen, weil nach 4 Tagen jemand mit einer Amputationsverletzung nicht leben würde. Also wir haben infizierte Wunden gehabt. Ja. Jetzt nach 10 Tagen kommt ein neues Team, ist jetzt genau, vor Ort wir haben, abgelöst. Genau, wir sind zurückgegangen, ja. Ein Team hat uns abgelöst, um noch so lange da zu bleiben, bis dann für weiterführende Organisation das übergeben werden kann. Wie viele Menschen kann man an so einem Tag behandeln in so einem kleinen Lazarett? Geplant wären 100, wir hatten bis zu 300. Patienten und auch bis zu 40 Narkosen am Tag. Mhm. Ja, so viele Menschen wie kamen, wurden behandelt. Wir haben nicht Stopp gemacht, bevor nicht der letzte behandelt war. Ja. Sterile Verhältnisse kann man da gar nicht herstellen, ne? Ja, schon in dem Maße, wie es geht. Also wir haben schon einmal Kleidung, wir haben OP-Tücher, aber die Wunden sind natürlich infiziert. Ja? Also die müssen wir reinigen, aber wir unter den Bedingungen das Bestmögliche sicherlich. Ja. Ich frage mich, wenn da jetzt so ein Zelt aufgebaut wird und die Verletzten kommen zu Ihnen, dann will doch jeder als Erster rein. Ja. Wie diszipliniert kann das überhaupt ablaufen? Genau, das war nicht so. Also man hat in Reihe angestanden und dann gibt es ja auch eine Organisation. Also, man geht nicht einfach ins Lager rein. Also jeder wird registriert, damit man auch weiß, wer da war, wenn hinterher mal gesucht wird. Es macht jemand die Verletzungseinordnung, ob es eine leichte oder schwere Verletzung ist, wie schnell muss jemand versorgt werden. Und wenn natürlich in dem Fall der kleine Junge, der kam. Genau, der hat einfach überholt. Der kam mit der Ambulanz und hat dann überholt. Aber ich habe eben auch erlebt, dass Patienten mit großen Verletzungen wirklich in aller Ruhe gewartet haben und dann dran kamen und wir erschrocken waren, wie groß diese Wunde war. Also mit einer riesen klaffenden Wunde ganz in Ruhe gewartet und dann hereingekommen. Eine Frage bleibt da noch, also weil wir das eben gesehen haben, viele Tote, die noch nicht geborgen sind. Wie groß ist die Seuchengefahr?
Ja, wahrscheinlich nicht nur durch die Menschen, sondern da liegen ja auch Tierkadaver, Müll, Abfälle, Öl, wurde ja alles ausgewaschen also mit der Welle. Und es steht Wasser da und natürlich wird die Seuchengefahr immer größer. Wir haben auch im Verlauf der Behandlung gesehen, dass eben die Infekte zugenommen haben und eben Lungenentzündungen dazu kamen und also ja, internistische Infekte, wenn man so will. Ja, auch Augenentzündungen und Leptospirose und wahrscheinlich werden auch jetzt noch andere Erkrankungen dazukommen. Wir haben ja von der privaten Initiative von Francis gehört, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten zu spenden, sich zu solidarisieren, sich zu engagieren. Wir blenden mal unser Konto ein. Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilft. Das ist die Bank für Sozialwirtschaft. Sie sehen die Bankleitzahl. Das Spendenkonto ist 9292. So, und jeder fragt sich natürlich, was kann man da überhaupt machen, wenn so ein Taifun kommt? Gibt es so etwas wie ein Frühwarnsystem, Frau Jakob? Was weiß man über so einen Taifun vorher? Also es gibt schon so etwas wie ein Frühwarnsystem. Die Taifune in der Region sind relativ häufig, nicht dieses Ausmaßes. Aber wir haben ja auch schon gehört, es gehen bis zu 20, 30 pro Jahr über die Region der Philippinen. Und natürlich gibt es mittlerweile gute Beobachtungssysteme, die auch schon Tage vorher die Informationen aufnehmen und auch warnen können. Wenn das so ist, Herr Hetkemper, und da ist eine Warnung, warum verhalten sich viele Filipinos nicht danach und ja, befolgen die Warnung nicht? Naja, also einmal dieser gewisse Fatalismus, der dann auch dazu führt, dass sie eher lachen als zu weinen. Dann kommt dazu, dass sie natürlich gewohnt sind an diese Taifune. Wenn da 30 Stück pro Jahr durchkommen, das ist so ein Stück Normalität. Und ich glaube, das war in dem Fall auch so, dass die Leute gedacht haben, na ja, da kommt ein Taifun, ja, ja, kennen wir. Wir bleiben in unseren Häusern, jedenfalls die Männer sind in den Häusern geblieben, auch um zu verhindern, dass der Nachbar was klaut. Ja, ja. Das passiert ja in den Slums schon ab und zu. Die Frauen und Kinder sind dann irgendwo teilweise jedenfalls dann in Shelter, in Fluchtzentren gegangen. Aber die Männer sind geblieben, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass es so schlimm wird. Und ich glaube, es hat auch niemand wirklich vorher genau gewusst, was da jetzt kommen wird. Das war nicht klar. Wir wussten, es kommt was Großes, aber dass das so ein Ding ist, wo die Welle 10 Meter hoch ist und an Land schwappt, sowas hat es vorher nicht, eine Erfahrung jedenfalls nicht gegeben. Und das hat ja die schlimmsten Schäden angerichtet. Das war ja fast wie ein Tsunami in der Wirkung. Das haben wir ja gesehen. Das Meer zog sich zurück und dann kamen die Flutfälle. Der größte Taifun aller Zeiten ist so ein Satz, der immer zu hören und zu lesen war in den letzten Tagen. Was war an diesem Taifun so anders, so außergewöhnlich? Also außergewöhnlich war, dass dies ein Taifun der Klasse 5. Die werden eingeordnet in 5 Klassen. Der 5. ist derjenige, der am meisten katastrophische Bedingungen mit sich bringt. Der Taifun war eigentlich ein relativ normaler Taifun der Klasse 3. Das sind auch die, die normalerweise über die Philippinen gehen. Aber er hat sich in den letzten Stunden oder Tagen, Tag bis Stunden sehr stark verstärkt, dadurch, dass die Wassertemperaturen so hoch waren in der Region. Und dadurch konnte mehr Energie aufgenommen werden. Wassertemperatur des Meeres? Die Wassertemperatur des Meeres, über das er quasi gelaufen ist auf dem Weg Richtung Philippinen. Und dort konnte dieser Taifun einfach mehr Energie aufnehmen und sich immer weiter entwickeln, immer mehr verstärken. Und das kann man nicht vorher feststellen. Das ist eine Dynamik, die dann nicht mehr zu beherrschen ist? Also man kann es nicht so einfach vorhersagen. Man kann nicht wirklich gut vorhersagen, welche Energiemengen im Detail aufgenommen werden. Nun hatte man auch gedacht, dass normalerweise die Energie, die aus diesem Wasser gezogen wird, das führt auch dazu, die Windgeschwindigkeiten, die führen dazu, dass das Wasser durchmischt wird und eigentlich wird kühleres Wasser dann an die Oberfläche transportiert, sodass eigentlich dann unter dem Taifun so ein bisschen weniger warmes Wasser liegt und damit nicht mehr so viel Energie nachgeliefert wird. Bei diesem war aber der Fall, dass die Wassertemperaturen eben bis in tiefere Schichten sehr, sehr warm waren. Und auch das Durchmischen, was sonst immer zu so ein bisschen Abschwächen geführt hat oder weniger starker Intensität, dass das einfach ausgeblieben ist und immer mehr nachgeliefert wurde. Dieser Effekt, über den wir gerade gesprochen haben, also dass sich das Meer zurückzog und dann die große Flutwelle kam, zwischen 5 und 10 Metern teilweise, ist das typisch für einen Taifun? Also die Flutwelle war schon
sehr stark. Die 5 bis 10 Meter ist etwas, was wir nicht so ohne weiteres aus den Beobachtungen nachvollziehen können. Gemeldet wurden bis weit ins Land hinein um die 3 Meter. Das Besondere war, dass dieser Taifun eben eine Region in den Philippinen getroffen hat, die nicht eine große Landmasse ist, denn normalerweise schwächt er sich sofort ab, wenn er auf Landmassen trifft. Aber dieses war eben diese Region mit den vielen kleinen Inseln dabei. Mhm. Wäre weiter südlich gelaufen, wie in dem Jahr davor zum Beispiel, Dezember davor, dann hätte er sich schneller abschwächen können. Okay. Und diese Region ist natürlich mit den Inseln auch eine, die sehr, sehr flach, wo also das Land sehr flach ansteigt. Und damit konnte diese große Flutwelle sehr weit ins Land hineinlaufen und hat damit diese großen Schäden verursacht. Der Taifun begann zeitgleich mit dem Beginn des Klimagipfels in Warschau. Ja. Wie hat denn dieses Ereignis, Herr Bauchmüller, vor Ort den ganzen Gipfel beeinflusst? Es hat natürlich den Ton gesetzt in den ersten Tagen. Also der philippinische Delegierte hat eine sehr bewegende Rede gehalten, hat geweint. Das glaube ich auch für philippinische Verhältnisse schon eher selten ist. Ist in einen Fastenstreik eingetreten, dem inzwischen, glaube ich, weltweit Tausende gefolgt sind. Und es ist natürlich in zweierlei Hinsicht ein Symbol für so eine Weltklimakonferenz. Also einmal sehen wir, jetzt ungeachtet der Frage, ob das wirklich Klimawandel war oder nicht, sehen wir einfach die Folgen von Wetterextremen in einer sehr drastischen Form. Und zum anderen trifft es eben wieder mal die Ärmsten. Mhm. Und die Ärmsten am härtesten auch innerhalb der Philippinen. Und das ist für eine Klimakonferenz, bei der es sehr stark auch um Verteilungsfragen geht, um die Frage, was geben eigentlich jetzt die reichen Länder des Nordens an Finanzen für die Armen? Ja, aber man dachte, dass genau das möglicherweise auch diesen Gipfel emotional ein bisschen bestimmen würde. Aber das Ergebnis ist ja jetzt ein ganz anderes. Ich meine, heute sind die nichtstaatlichen Organisationen ausgezogen und haben gesagt, wir verlassen den Gipfel. Haben Sie mit so einer Reaktion gerechnet? Also mit der Reaktion konnte man rechnen, weniger wegen der Philippinen als wegen dem, was anschließend passiert ist mit Japan, mit dem Auftreten der Australier in den Verhandlungen, auch mit dem Auftreten Polens als Präsidentschaft der Konferenz. Ja. Also insofern ein sehr drastischer Schritt, den Sie heute ergriffen haben, aber vor diesem Hintergrund zu verstehen. Wenn Sie sagen, emotional, ja, es ist ein sehr emotionales Thema und es muss eine solche Klimakonferenz zwangsläufig überfrachten. Mhm. Weil wir alle wissen, Klimakonferenzen gehen in sehr kleinen Schritten vorwärts. Und man sieht die Bilder und erwartet so, jetzt muss doch eigentlich was geschehen. Jetzt müsst ihr doch sofort einen Abschluss erzielen. Und natürlich bleibt eine Konferenz dahinter zurück. Zumal eine solche, die ja eigentlich nur auf Arbeitsergebnisse ausgelegt war. Ja, ja. Wir werden das nachher noch mal vertiefen im zweiten Teil unserer Sendung. Herr Kemper, es gab starke Kritik. Ansonsten sehr beliebten, wie ich höre, Präsidenten Aquino. Was wird ihm vorgeworfen auf den Philippinen? Dass er falsch reagiert hat oder sich nicht sofort gezeigt hat? Dass er nicht genug reagiert hat. Ja. Dass er nicht rechtzeitig mehr gewarnt hat, dass er nicht seine Provinzen im Griff hat. Aber da muss ich schon ein bisschen grinsen. Ich meine, Sie wissen das auch. Als er dann nach Tacloban kam, das war 3 Tage, nachdem er vorher woanders gewesen war. Er hat also Tacloban ein bisschen abgestraft mit seiner Präsenz. Das hat auch seinen späten Grund, Präsenz. Weil Imelda Marcos aus Tacloban kommt. Das ist, die Familie Romualdez. Ja. Der Bürgermeister ist ein Neffe von Imelda Marcos, der Gattin des früheren Diktators Ferdinand Marcos. Mhm. Der Romualdez-Clan hat das Sagen auf Leyte. Mhm. Es gibt einen Parlamentsabgeordneten namens Romualdez, der hat dem Herrn Aquino gerade noch vor einer Woche unheimliche Schwierigkeiten im Parlament gemacht. Da ist Aquino hingegangen und gesagt, hör mal, Bürgermeister, du hast die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass nicht genug gemacht worden ist. Das ist Politik. Das ist Ablenkungsmanöver. Das heißt, wir müssen es so verstehen, dass auf den Philippinen tatsächlich Familienclans, alteingesessene Familienclans, die Politik machen. 50 Stück davon. Clans. Können Sie uns das noch mal erläutern, Francis, erklären? Ich würde das komplett bejahen. Ja. Es gibt nur noch große Familien da auf den Philippinen, die mehr oder weniger immer die politischen Titel immer weiterreichen. Und immer weiterreichen. Es geht dann immer so, der Sohn, der Neffe, der Cousin wird dann reingeholt. Und dann also vom Onkel, der Sohn ist dann Vice Mayor und der wird dann weiter hochgestuft als Governor. Und das ist dann halt eine komplette Familienwirtschaft. Und das nimmt die Bevölkerung einfach so hin, weil es seit Jahren immer so ist und war. Genau.
Also Politikverdrossenheit hier in Deutschland ist dagegen, würde ich sagen, Kindergarten. Also, okay. Aber Sie gehen aber doch mit großer Begeisterung zur Wahl. Also das ist ja das, was ich immer nie so ganz begreife. Ja. Das Ergebnis steht eigentlich fest, aber Sie gehen mit großer Begeisterung zur Wahl. Die Wahlbeteiligung ist ja relativ hoch immer. Ja, wenn Sie 20 Pesos bekommen. Genau. Das kann eine Möglichkeit sein. 20 Pesos reichen aus. Das ist die Höchstmaße, die alle Politiker, alle sozusagen Baranggays sozusagen auserkoren haben, und es darf nicht mehr. Es wären also zwischen 10 und 20 Peso. 20 Peso ist die einzige, also ist der kleinste Schein, den man in Pesos bekommt. Deshalb wird das ja sozusagen. Nochmal, um es zu verstehen. Also der zur Wahl geht, darf gelockt werden mit ein bisschen Geld, oder verstehe ich das jetzt falsch? Nein, das darf man natürlich nicht machen. Nicht öffentlich. Nicht öffentlich. Also das darf man auf keinen Fall machen. Das wird so passieren, dass man halt einen Flyer bekommt. Ja. Und im, also da, also ja, zum, also auf der Rückseite ist dann so ein 20-Peso-Schein dann halt sozusagen dran gekattert. Und es gab ja erst vor einem Monat, waren ja erst die Wahlen. Lokalwahlen. Die Lokalwahlen. Und es gab viele Flyer. Genau, und ja. Es geht, ist, das ganze System ist noch ein bisschen komplexer eigentlich. Ja. Die Gesellschaft wird ja kontrolliert in der kleinsten Ebene von den sogenannten Barangay-Chefs. Das sind also Dorfchefs, Barangay-Captains. Ja. Der Barangay-Captain hat ein bisschen Geld zur Verfügung, damit kann er was machen. Er kann also die Taufe des Kindes von Herrn Santos finanzieren. Mhm. Damit ist Herr Santos auf Leben und Tod verpflichtet, sich zu revanchieren dafür. Utang na loob. Ich bin verpflichtet, die Schuld des inneren Herzens abzuzahlen. Damit hat er gar keine Chance mehr. Das ist ein System, was von oben nach unten langsam heruntergeht. Und das stabilisiert. Das stabilisiert dieses Land in dem Zustand, in dem es ist. Franzis, wo sind Sie innerlich zu Hause? In Berlin oder auf den Philippinen? Es ist schwer. ich würde sagen, meine Seele ist auf den Philippinen, mein Herzen ist in Deutschland. Mit wie vielen Jahren sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin mit 6 hergekommen. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier Grundschule, alle Schulformen durchgezogen und habe auch hier schon angefangen zu arbeiten. Ich arbeite schon seit 6 Jahren. Sie waren vor kurzem gerade auch wieder da auf den Philippinen. Morgen geht es wieder hin. Auch dann in der Phase auch gerade wieder ein Erdbeben erlebt. Wie gehen die Menschen damit um, dass in der Natur sowas zum Alltag dazu gehört? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe selbst das Erdbeben miterleben müssen. Und das war ein bisschen verwunderlich für mich. Ich habe noch nie ein Erdbeben gesehen, erlebt, gesehen schon im Fernsehen, aber man kriegt das halt nicht mit. So, es war halt 8 Uhr morgens und das gesamte Haus hat gewackelt und ich wusste halt nicht, was ich zu tun habe. So, ich habe auch erstmal 10 Minuten paralysiert dort gestanden, habe erstmal überlegt, so, was muss ich denn jetzt machen? Sie waren alleine oder waren Ihre Verwandten, Ihre Freunde mit dabei? Bis dahin wusste ich es noch gar nicht. Mhm. Ich habe bei meiner Oma sozusagen geschlafen und bin dann irgendwann aus meinem Zimmer rausgegangen und mein Neffe saß auf dem Sofa und hat Gameboy gespielt. Und ich bin irgendwann runtergegangen. Das ist zur Unerschütterlichkeit der Filipinos. Ich habe irgendwann gefragt, ich habe meiner Cousine gefragt, so, was ist denn passiert? Das war ein Erdbeben. Ich so, ja, okay, gut, das habe ich auch, aber warum? Ja, das passiert alles mal. Also das passiert ab und zu mal. Es war jetzt ein bisschen stärker, aber das passt schon. Auch bei diesem Erdbeben hat es viele Todesopfer gegeben, aber Sie schildern das auf eine Art und Weise, die wir schwer verstehen natürlich, dass das so entgegengenommen wird. Wir wollen uns mal mit extremen Wetterlagen beschäftigen. Mal gucken, ob wir da dann doch durch Frau Dr. Jakob ein paar Wahrheiten heute rausfinden. Also wann immer es zu extremen Wetterlagen, zu Unwettern und Naturkatastrophen kommt, gibt es ja immer einen Verdächtigen, und das ist der Klimawandel. Ja, Herr Borchmüller, nach Haiyan hieß es gleich, da spielt der Klimawandel eine Rolle. Kann man da so sicher sein, oder ist das mal wieder so ein typischer, auch medialer Reflex von uns? Es ist bestimmt ein Reflex, dass man als allererstes gerne die einfache Antwort wählt und sagt, ja klar, Klimawandel. Ja. Das macht häufig dann auch Medien angreifbar natürlich, weil eben die wissenschaftliche Expertise dann im ersten Moment auch fehlt und sich häufig eben auch die Dinge nicht so leicht zuordnen lassen, wie wir es gerne hätten. Als Journalisten mögen wir es ja auch gerne einfach und klar, und da vielleicht unterschlägt man auch das eine oder andere. Das ist ein Problem, ja.
Ja. Jetzt haben wir heute Frau Dr. Jakob natürlich eingeladen, um endlich mal rauszukriegen, wie das ist. Auch bei Sardinien auf dem italienischen Festland ebenfalls. Das große Unwetter, 18 Tote dort. Da wird über diesen Zusammenhang gesprochen. Was ist jetzt belegt und was ist Mutmaßung? Wir können nicht belegen, dass ein bestimmtes extremes Wetterereignis nur deshalb aufgetreten ist, weil sich das Klima geändert hat. Das ist nicht möglich. Man kann nicht sagen, dieser Tropensturm wäre nicht gekommen, wenn der Klimawandel nicht da gewesen wäre. Allerdings zeigen die Messdaten der Wetterdienste weltweit Regionen, in denen die Häufigkeit und die Intensität von extremen Wetterereignissen sich in den letzten 30 Jahren deutlich gehäuft und verändert hat, wenn man das vergleicht mit dem, was in den letzten 100 Jahren zum Beispiel. Ja, aber seit wann gibt es Aufzeichnungen überhaupt dazu, dass man das vergleichen kann? Es gibt in vielen Regionen Aufzeichnungen über Temperaturen gut 100 Jahre zurück, ja, über Niederschläge gut 50 Jahre zurück, über ausgezählte Tropenstürme auch gut, ich würde sagen, 80 Jahre zurück. Natürlich kann man auch immer sagen, ja, Sie können besser beobachten heute, deswegen kriegen Sie mehr extreme Ereignisse. Aber das kann man ja bereinigen. Man kennt ja die Techniken, die angewandt sind. Man kennt die neuen Techniken. Man muss natürlich dann diese Daten erstmal bereinigen. Und trotzdem ist es so, dass es gerade in den letzten 20, 25 Jahren eine deutliche Häufung von Extremwetterereignissen gegeben hat. Gut, worin besteht der menschliche Anteil an dem Klimawandel? Haben Sie das wissenschaftlich irgendwie belegen können? Also der menschliche Anteil besteht zum ersten erstmal darin, dass sich die Menge der Schadgase in der Atmosphäre deutlich verändert haben seit der Industrialisierung. Ungefähr ein Viertel von dem CO2-Gehalt, der heute in der Atmosphäre ist, ist in den letzten gut 100, 120 Jahren dazugekommen. Seit 1870 ungefähr. Und das ist eigentlich der Anteil, der erstmal menschlich beeinflusst worden ist. Dann gibt es natürlich natürliche Klimaschwankungen und natürliche Klimaveränderungen. Es gibt warme Dekaden, kalte Dekaden. Und es gibt den Anteil, den wir jetzt an den Veränderungen in den letzten 20, 30, 40 Jahren sehen. Und da kann man, wenn man bestimmte Modelltechniken anwendet, herausfiltern, wie würde das Klima heute aussehen ohne diesen Anteil, den die Menschen hinzugebracht haben. Und was wäre das Ergebnis? Und wie sieht es heute aus? Wir hätten nicht diese Erwärmung um dieses etwa knapp ein Grad in den letzten 100 Jahren in Deutschland zum Beispiel. Ich versuch's jetzt mal zwischendurch mal ein bisschen subjektiv. Da ist jemand immer vor Ort, liebt das Land. Aus der rein persönlichen Beobachtung, haben Sie das Gefühl, Herr Hedtkemper, dass sich da was verändert hat? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich etwas dahingehend verändert hat, dass man das belegen kann, dass man es festmachen kann. Also ich habe eine Menge Katastrophen da unten erlebt, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich festmachen kann. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen. Also wenn Herr Sanyo da in Warschau, der philippinische Delegierte, in Tränen ausbricht und solche sehr emotionalen Reden hält, das ist ja alles richtig, aber es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Ablenkungsmanöver. Die Philippinen, es wäre nur wirklich an der Zeit, dass sie mal Strukturen aufbauen, mit denen sie diesen ewigen Katastrophen begegnen können. Ich meine, sie wissen doch, dass ständig Taifune kommen. Warum hat man nicht ein Netz von Fluchtzentren zum Beispiel? Das ist relativ billig machbar, so viel ich weiß. Indien hat es, einige Staaten in Indien haben das. Da werden Menschenleben einfach dadurch gerettet, dass die Leute in Betonhäuser flüchten können. Die werden nicht weggeblasen im Taifun. Kuba macht Ähnliches. Ich kenne es von Mexiko. Ich war selber mal so einer Situation ausgesetzt. Es war sensationell organisiert. Ja. Es war in Kürze wurden 5000 Menschen evakuiert. Wir waren alle in einer ganz großen Stadthalle untergebracht für 2 Tage und 2 Nächte. Und als man dann rauskam, war man erstmal erschüttert, was da alles passiert war bei diesem Sturm. Aber das ist ja eine Frage an den Kühn. Warum ist diese Logistik mit der vielen Erfahrung von Taifun nicht gegeben auf den Philippinen? Ja, weil ganz oft die Einsicht in die Notwendigkeit fehlt, scheinbar, weil ein Stück weit auch Irrationalität im Spiel ist. Also man will sich diesen Gefahren psychologisch gar nicht aussetzen und negiert, dass was Schlimmes passieren kann. Es gibt ja auch oft genügend die Fälle in der Karibik, habe ich das selbst erlebt, dass die Hurricanes auf einen zu dreschen und dann im letzten Augenblick abdrehen. Dann waren die ganzen Vorbereitungen umsonst. Das gibt es ja auch.
Und dann fehlt es sicherlich auch an der Kapazität der jeweiligen Regierung, an der Sensibilisierung der Menschen und vielleicht letzten Endes auch am Geld. Und das ist ja genau einer der Aspekte, der im Rahmen der Katastrophenvorsorge oder anderem auch eine Rolle spielt, wenn es um Anpassung an den Klimawandel geht, was in Warschau verhandelt werden müsste, so dringend. Es ist ja sogar so, dass auch eine zunehmende Bevölkerung sich gerade in den küstennahen Risikoregionen ansiedelt und damit natürlich sich selber auch diesem Risiko noch zusätzlich aussetzt. Ich wollte noch ein Wort sagen zu den Medien, weil wir halten natürlich jetzt wieder die Linse drauf, weil gerade tolle Bilder da sind und es ist zugänglich und man sieht es einfach. Was wir nicht sehen, ist eben der Landwirt in Afrika, der bei dem eine Dürre von einem Starkregen gejagt wird und dem die ganze Ernte wegregnet oder das Vieh keine Nahrung mehr findet. Und das sind aber eigentlich die Dinge, an denen sich noch viel eher dann auch Klimawandel festmachen lässt. Das wird aber leider nicht in der Form und auch nicht so schön in Bildern uns dargebracht. Aber immerhin ist es wichtig, dass wir darüber auch ein bisschen breiter diskutieren und dahin gucken. Deshalb versuchen wir auch diese Runde so zu gestalten, dass wir die Dinge ein bisschen mehr verstehen. Hier Herr Kühn, der mehr aus der Position der Armutsbekämpfung kommt. Sie als Vertreter, der genau hinguckt, was da tatsächlich auf dem Gipfel jetzt verabschiedet wird. Und Frau Jakob, die uns möglicherweise das erklären kann, was Sie gerade als These hatten, dass ein Bauer in Afrika tatsächlich mit diesen Schwierigkeiten zu tun hat, weil der Klimawandel sich dort so ausprägt. Ist das möglich? Ja, in den verschiedenen Regionen der Erde prägt sich der Klimawandel wirklich sehr unterschiedlich aus. Deswegen gelten auch so allgemeine Zahlen wie eine globale Erwärmung um 3 Grad. Das ist etwas, was nicht wirklich fassbar ist. Aha. Weil in den Regionen eben die Veränderungen des Klimas und des damit verbundenen Wettergeschehens sowohl von Tag zu Tag als auch von Jahreszeit zu Jahreszeit, was ja zum Beispiel in Afrika eine große Rolle spielt, ein Ausbleiben der Regenzeit ist, kann dramatisch sein. Und deswegen sind diese Facetten so unterschiedlich und es ist dann so schwierig, das alles unter diesem Begriff Klimawandel zu fassen. Dann ist es natürlich auch so, dass es viel einleuchtender ist, wenn man ein extremes Ereignis irgendwo gesehen hat. Irgendetwas ganz Besonderes, sowas Riesengroßes wie dieser Taifun, sowas Zerstörerisches. Aber die schleichende Veränderung, das schleichende Austrocknen der Böden oder das schleichende Auswaschen der Böden durch extrem starke Niederschläge, die immer wieder auftreten, das sieht man nicht so nebenbei. Das hat aber mindestens für die Bevölkerung in der Region ähnliche Effekte langfristig. Und ich glaube, das ist so das, was es so ein bisschen schwierig macht, das Ganze zu fassen. Und das Ganze unter diesem einen Begriff zu fassen, Klimawandel, ist immer ein bisschen komplex. Die andere Seite ist, dass wir eigentlich bisher uns im Wesentlichen darauf konzentriert haben, was gut ist, möglichst den Schadstoffausstoß zu verringern. Die andere Seite, dass wir aber schon uns in einem wandelnden Klima befinden und mit dem umgehen lernen müssen, was jetzt schon sich verändert hat, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was auch bei der COP-Konferenz noch mehr in den Vordergrund kommen muss, nämlich die Anpassungsseite, die Notwendigkeiten, erstmal die Infrastrukturen und die Regionen so zu bringen, dass sie heute damit umgehen. Trotzdem wechseln natürlich da auch politisch sehr schnell die Positionen aus einem besonderen eigenen egoistischen Interesse. Man hat das bei der Regierung in Australien jetzt gesehen, aber auch die eigenen Interessen der Regierung Kanadas und auch der Amerikaner. Sie sind Mitarbeiterin des Weltklimarats. Also im aktuellen Weltklimabericht ist es seit 15 Jahren gibt es global keinen Anstieg der Durchschnittstemperatur, heißt es da. Und Antarktiseis wohlgemerkt, nimmt sogar zu. Muss man dann, wenn man sowas hört, am Klimawandel wieder zweifeln? Nein, natürlich nicht. Also erstmal ist es so, dass dieser 15-Jahre-Zeitraum im Klimazeitraum ein recht kurzer ist. Wir haben immer schon Schwankungen im 10-, 20-, 30-Jahres-Zeitraum. Deswegen definieren wir Meteorologen eigentlich Klima als über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Wir nennen sowas multidekadische Variabilität, ist immer mein Lieblingswort, deswegen muss ich das jetzt auch mal bringen. Wollen Sie mal raushauen jetzt? Das muss jetzt einfach mal gerade sein. Das ist, ist eben so, dass es viele Jahre hintereinander wie diese 15 geben kann, wo die Erwärmung nicht so stark ist. Es ist auch nicht ganz richtig, dass es sich überhaupt nicht erwärmt hat. Die Erwärmung hat es stagniert. Die Energie ist mehr in den Ozeanschichten aufgenommen worden. Und es ist einfach eine Phase. Es ist eine Phase, über die man nicht ableiten kann, dass der Klimawandel jetzt gestoppt ist und alles wird gut. Sondern es ist eine ganz normale
Variabilität, die wir so jetzt in den letzten 30, 40, 50 Jahren nicht hatten, die wir auch noch nicht ganz vollständig erklären können, aber die uns sicherlich nicht in Sicherheit wiegen lässt, dass alles gut wird. Wenn selbst die Welthungerhilfe einen Klimareferenten hat mit Herrn Kühn, dann weiß ich, dann ist das auch da ein wichtiges Thema. Trotzdem, vielleicht etwas naiv gefragt, warum braucht die Hilfsorganisation einen Klimareferenten? Ja, eine schöne Frage. Ja, wir arbeiten natürlich nicht nur in den Ländern selber und führen Projekte durch, bei denen wir uns natürlich auch um die Bereiche Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge im weitesten Sinne kümmern, weil wir gemerkt haben, dass das wichtig ist, sondern wir beschäftigen uns natürlich auch mit den politischen Prozessen auf nationaler und internationaler Ebene, damit wir besser verstehen, was wird eigentlich wo entschieden und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir mit den Evidenzen, die wir haben, den Erkenntnissen, die wir sammeln können aus unseren Projektgebieten, möglichst in diesen politischen Prozessen auch Einfluss nehmen können. Wie gelingt das? Ja, das gelingt dadurch, dass man beispielsweise die Kollegen einlädt aus dem Süden und auf diese Konferenzen mitnimmt und sie da erzählen, schlicht und ergreifend, mit Parlamentariern aus dem Norden zusammenbringt, mit Mitgliedern der Delegation zusammenbringt. Denn so ein Augenzeugenbericht beispielsweise ist natürlich viel authentischer als irgendwas, was man abstrakt erfährt. Das ist eine Möglichkeit. Und insofern versuchen wir schon, ich muss ganz ehrlich sagen, die Welthungerhilfe weniger als andere Organisationen in Deutschland. Also da gibt es German Watch, Brot für die Welt, die da sehr, sehr gute Arbeit machen, sehr detailliert in die Verhandlungen einsteigen, die auch Brücken bauen beispielsweise zwischen unversöhnlichen Positionen. Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe. Ich habe nämlich das Klimarisikoindex von German Watch 2014, die in den letzten 20 Jahren am stärksten von Naturkatastrophen betroffenen Länder, also Honduras, Myanmar, Haiti, Nicaragua, Bangladesch, Vietnam, Philippinen, Dominikanische Republik, Guatemala, also viel Mittelamerika, viel Karibik. Das heißt, die berichten dann auch auf den Gipfeln und sagen, bei uns zu Hause sieht es so und so aus? Naja, durchaus. Und die Länder sind natürlich durch ihre Regierungsdelegationen auch vor Ort als Verhandlungsgruppe vertreten. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass es kleine Delegationen sind und die natürlich gegen so massige Delegationen, wie sie aus Europa oder aus den USA kommen, wenig Verhandlungsmacht haben. Und diese Verhandlungsmacht versuchen wir natürlich dann auch ein bisschen zu stärken, indem wir Informationen weitergeben und indem wir auch gemeinsam versuchen, dann tatsächlich Proposals, also Vorschläge, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, dass das gefüttert werden kann. Ist das nicht ein Dilemma, dass alle diese Länder keinen wirklichen Fürsprecher haben? Es gibt die G77. Genau. G77 sind alle die Länder, die nicht Industrieländer sind. Und diese G77 werden geführt von China. Absolut. Und China ist also für mich der unglaubwürdigste Vertreter in all diesen Verhandlungen. Meine, China ist die größte Dreckschleuder dieser Erde und gleichzeitig wollen sie Subventionen haben dafür, dass sie so sauber sind. Also dieses Riesenreich China zu dem Fürsprecher all dieser Länder zu machen, die haben keine Alternative. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführen kann. Das Problem so ein bisschen bei diesen Verhandlungen ist auch, dass wir ein System vorfinden, was relativ alt ist. Das System der Vereinten Nationen ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Und die Struktur, mit der verhandelt wird, ist eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. Das wissen auch nicht alle Beteiligten. Das ist Teil des Problems. Ich wollte noch mal, um das noch mal zu fassen. Also es gibt diese Liste, die auch beschrieben wird in der Entwicklungspolitik als die Liste der verwundbaren Staaten. Genau. Und dann müssen wir, Herr Bauchmüller, auch über die reden, die vieles verursachen, sich aber nicht verantwortlich zeigen. Und jetzt bei diesem Klimagipfel in Warschau war ja ganz klar zu merken, auch absurd, also veranstaltet von einem Land, das 90% Kohle produziert für seine eigene Energie und den eigenen Energieminister noch dann vor die Tür setzt während der Veranstaltung. Dinge, die man nicht versteht. Der Minister. Ja, den Umweltminister Polens. So, wenn man jetzt sich anguckt, warum die Veränderung Australiens, können Sie uns das erklären, warum da was? Ja, ein massiver Rechtsruck, ein Wahlkampf, der von der Industrie ganz massiv in die Richtung Energiekosten gedrängt wurde, wobei man empirisch nicht feststellen kann, dass es irgendwie eine wesentliche Kostensteigerung gab. Ich glaube, Australien hatte eine Inflationsrate von 0,7%. Ja, aber es ist dennoch gelungen, also die ursprünglich geplante Klimagesetzgebung auf die Weise zu kippen. Und die Klimagesetzgebung wiederum war eine Folge der Waldbrände in Australien. Also das war auch für viele Australier ein Ereignis, wo sie gesagt haben, wir müssen irgendwas ändern. Und dann hat die Vorregierung eben eine entsprechende Gesetzgebung erlassen.
Und alles andersrum jetzt. Und jetzt Regierungswechsel und schon wieder ist vorbei. Ja. Ja. Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer angucken. Am Wochenende geht ja in Warschau jetzt der 19. ist das schon, der 19. UN-Klimagipfel zu Ende. Die bisherigen 18 Gipfel erbrachten Ergebnisse, die man, ich würde mal sagen, als überschaubar bezeichnen könnte. Was heute passierte dazu, ist ein Novum. Wir haben eben ja schon darüber geredet, dass die nichtstaatlichen Organisationen einfach gesagt haben, wir sind nicht mehr dabei. Ja, Sie beide kommen gerade aus Warschau, Herr Bauchmüller. Warum haben die Umweltverbände die Konferenz verlassen? Ich glaube, sie wollten mal so ein richtig starkes Signal setzen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo eben in Warschau noch nicht alles verloren ist. Wir gehen also jetzt in die entscheidenden Verhandlungen morgen und vermutlich auch übermorgen. Und wo eben auch für das angestrebte Abkommen in Paris 2015 vielleicht noch was zu holen ist. Denn darum geht es ja hier in Warschau, dass man für Paris die Vorbereitungen trifft, um dann wirklich mehr rauszubekommen als in Kopenhagen. Also es war sehr drastisch. Welche Folgen hat das jetzt für den Gipfel? Es hat für den Gipfel hat es erstmal überhaupt keine direkten Folgen. Es bringt halt Bilder. Es hebt auch den Gipfel noch mal auf die Tagesordnung der Weltöffentlichkeit. Das ist ja auch eine der Hauptaufgaben der Umweltverbände dort, dass sie eben Öffentlichkeit organisieren, dass sie Bilder schaffen, dass sie sagen, hier passiert was und hier passiert was Wichtiges. Ob dieses sehr drastische Mittel jetzt geschickt war, das bleibt dahingestellt. Herr Kühn, wie werten Sie das? Also ich finde es nicht drastisch. Ich finde es eigentlich angemessen, dass man mal aus zivilgesellschaftlicher Sicht einen Punkt setzt. Das bedeutet ja nicht, man steigt aus dem Prozess aus. Das bedeutet ja nicht, dass man die Arbeit, die man geleistet hat, jetzt plötzlich einstellt. Das bedeutet einfach nur, dass man sagt, Leute, please, wir haben noch 2 Jahre bis Paris. In Paris soll dieser globale, verbindliche Vertrag verabschiedet werden. Das heißt, da muss ja mindestens nächstes Jahr auf dem Tisch liegen. Und es gibt scheinbar noch so viele ungelöste Probleme im Rahmen dieses Prozesses. Und es gibt so wenig Erbauliches, über das man berichten kann, was man jetzt in Warschau erlebt hat, dass einem einfach irgendwann auch mal wirklich der Kragen platzt. Ja. Und ich glaube, dafür war das, also mit bescheidenen Mitteln muss man ja wirklich auch zugeben, eine Möglichkeit, dem Ganzen mal Ausdruck zu verleihen. Frau Jakob, verzweifeln Sie manchmal als Klimaforscherin, als Wissenschaftlerin an der Politik? Wenn Sie das hören mit Australien, Kanada, mit den USA, mit den Russen? Ja, eindeutig, kann ich nur mit Ja beantworten. Ich finde, so ein Zeichen ist sehr wichtig. Ich persönlich als Wissenschaftlerin bin ich natürlich immer sehr rational und sage, wir gucken mir die ganzen naturwissenschaftlichen Gründe, die Hintergründe an und versuche diese Informationen dessen, was wir beobachtet haben, was wir projizieren können, in die Gesellschaft zu bringen, diese Informationen zu transportieren. Einfach um zu sagen, Leute, hier, das ist das, was auf euch zukommt, das ist das, was jetzt schon passiert ist. Das ist etwas, womit man sich beschäftigen muss. Und wenn das dann so ein bisschen so dahin plätschert, das ist schon manchmal sehr enttäuschend. Was dazu sagen? Ja, Herr Kühn, Sie dürfen hier immer was zu sagen. Das ist so in dieser Sendung möglich. Und was mich richtig, richtig wütend gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, da stellt sich die japanische und auch die australische Delegation hin, erklärt gegenüber der philippinischen Delegation ihr Beileid, um dann anschließend zu sagen, ach übrigens, aus Klimaschutzverpflichtung ziehen wir uns zurück. Ich meine, das ist mehr als Zynismus, das ist schon fast bösartig. Mhm. Und wer sonst, wenn nicht die Umwelt- und Entwicklungsorganisation, soll da mal vernünftig auf den Tisch schauen. Also ich kenne diesen, jetzt darf ja jeder was sagen. Das auch. Endlich. Endlich. Ja. Ist das bei der Süddeutschen Zeitung sonst nicht möglich? Sind die Redaktionskonferenzen so hart? Sehr sogar. Okay. Nee, aber ich kann den Ärger vollkommen verstehen. Aber was diese Konferenzen ausmacht, ist ihre Offenheit. Das ist nicht wie bei vielen anderen Konferenzen hinter verschlossenen Türen, sondern im Grunde kann jeder alles mitbekommen. Und es gibt eine unglaubliche Transparenz. Und ich finde, es ist ein schlechtes Signal, wenn es jetzt so aussähe, als würden die Umweltverbände sagen, wir machen da nicht mehr mit. Ja. Macht ihr das jetzt alleine? Wir haben jetzt die Nase voll. Das sind so die Vorbehalte, die ich dabei so innerlich verspüre. Ich glaube, es ist kein Rückzug. Also das ist, glaube ich, dann missverstanden. Ja. Bevor wir jetzt immer nur... Es darf nicht so rüberkommen. Nein, auf die anderen schimpfen. Und sagen, Kanada, Australien, China, Russland, die USA, mit all ihren Ego-Interessen oder ihren wirtschaftlichen Interessen. Welche Akzente setzt Deutschland in Warschau? Keine. Keine. Schade eigentlich. Warum nicht? Ja, man sieht, die Regierung hat sich noch nicht gefunden. Es sind noch einige wichtige
Klimafragen in eckigen Klammern oder gelb unterlegt in den Entwürfen. Also eine Sache, eine ganz wichtige Sache wäre ein Klimagesetz für Deutschland. Mhm. Dass also die Ziele, die man sich ja schon vor Jahren gesetzt hat, endlich auch mal mit den entsprechenden Maßnahmen unterlegt. Machen Sie es beispielhaft. Welche Ziele? Also es hat schon Schwarz-Gelb, hat schon gesagt, wir wollen 40% weniger Emissionen bis 2020. Das wird die neue Regierung, wenn sie denn zusammenkommt, auch bekräftigen. Aber sie will nicht sagen, wie sie das erreichen will. Mhm. Das wirft natürlich die Frage auf, ob das denn wirklich so ernst gemeint ist. Und die Frage stellen sich dann auch andere Staaten, die dort bei der Konferenz sind. Und deswegen reicht es nicht, wenn ein deutscher Umweltminister wie Peter Altmaier gestern da ankommt und sagt, wir bleiben unseren Zielen treu. Aber die Redezeit war doch immerhin 3 Minuten und 49 Sekunden, wenn ich richtig abgestoppt habe. Ja. Ja, er hat die Rede genutzt, um auch noch mal zu bekräftigen, wie wichtig der Klimaschutz ist. Also es war keine schlechte Rede, aber es war keine Rede, die in irgendwelcher Form Er hatte es so eilig, weil er schnell zurück musste, Koalitionsverhandlungen und andere Aufgaben, dass er noch im Gehen Interviews gab und nicht mal mehr stehen blieb. Ja. Ja. Herr Kühn, wie werten Sie das? Wir haben ja in Deutschland eigentlich ein Paradebeispiel, was international Furore machen müsste, das ist die Energiewende. Und die Energiewende wird von den Ländern, die in Warschau verhandeln, sehr sorgfältig verfolgt. Mhm. Und das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir es hier nicht hinkriegen, in so einem reichen Land, eine Transformation der Gesellschaft hin zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaftsweise bei Produktion und Verbrauch damit gemeint ist, hinzukriegen, dann ist das wirklich ein abschreckendes Beispiel für die Länder, die genauso dringend wie wir hier in Europa auch so eine Transformation durchführen müssten. Und da sehe ich wirklich ein großes Problem. Ich habe gelernt, auch von Herrn Bauchmüller, der sagt, es geht letztlich immer nur ums Geld. Sie waren, waren Sie nicht in Grönland damals dabei bei diesem schönen Foto? Ja, da war ich auch dabei, ja. Den schönen roten Anoraks? Als Beobachter, ja. Ja, ja, das war eine Zeit, in der Klimaschutz ganz oben auf der Agenda stand. Aber ich erinnere daran, es war auch die Zeit hoher und höchster Ölpreise. Es war eine Zeit, in der wir Angst hatten um unsere Gaszufuhr aus Russland. Und wo es uns wirtschaftlich allgemein auch ganz gut ging. Mhm. Das war also vor der Finanzkrise. Und vieles davon hat sich verändert in der Zwischenzeit. Und da ist in Deutschland noch nicht mal so stark wie in vielen anderen Ländern auch Europas. Aber dieses Engagement, was hat sich da genau verändert? Können Sie das ein bisschen detaillierter beschreiben? Naja, der Klimaschutz stand mal ganz weit oben, 2006, 2007, und ist so stückweise nach hinten gerückt. Also Finanzkrise hat natürlich vieles überlagert. Und jemand, der um seinen Job bangt oder der nicht weiß, wie er sein Haus abbezahlen soll, den schert der Klimaschutz nicht. Das ist auch verständlich. Aber so ging es eben vielen Staaten Europas und nicht nur einzelnen. Ja, ja. Wenn wir diesen Konflikt sehen. Wenn jeder was sagen kann. Ja, selbstverständlich. Wurde ja auch gerade zu Ihnen. Wollte ich noch mal ergänzen. Zu dem Thema, kann man das vorbeugen? Also ich glaube, weder durch Airbag noch durch den Gurt haben wir Unfälle verhindert. Mhm. Also Unfälle wird es weiterhin geben. Und wenn man da vor Ort ist, habe ich mich zum Beispiel auch gefragt. Dann gab es ja so Diskussionen, der Sturm dreht, vielleicht kommt zurück. Wo würde ich mich denn jetzt verstecken, wenn ich hier alleine wäre? Und hatte mir spontan, glaube ich, das falsche Gebäude ausgesucht. Ne? Ich wäre vielleicht auch in die Eingangshalle Tacloban gegangen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn hier? Also wie hoch baust du dein Haus, ja, wenn die Welle 8 Meter ist? Ne, reicht dann der dritte Stock, dorthin zu gehen? Bist du im zweiten Stock, dann hast du gar keine Chance mehr. Also da hat ja ein richtigen Washout stattgefunden. Also die Toiletten, die drin standen, die lagen dahinter. Die Wände waren nach außen gebogen. Also habe ich mein Haus hoch genug und es hält gegen den Wind? Was mache ich denn beim Erdbeben? Bin ich dann in der dritten Etage falsch? Also ich glaube, mir ist wichtig, dass man auch im Hinterkopf behält, dass man nicht nur für diese Dinge, die wichtig sind, ganz ohne Frage, und Klimaschutz steht ganz vorne, sondern auch, es wird immer Unfälle geben und auch dafür muss man Gelder bereit haben für professionelle Teams, die schnell da sein können. Und die machen das auch ehrenamtlich und da braucht man gegenseitige Hilfe. Es wird immer Dramen geben, die wir nicht alleine beherrschen können. Vermissen Sie diese Unterstützung? Vermissen nicht. Wir sind ja ehrenamtlich und werden unterstützt. Aber ja, ich glaube, das kann nie genug sein. Über die Jahre hinaus ist es schon so, dass wir eben selber auch mit deutlich dahinter stehen. Ja. Mhm. Also Hilfe braucht man halt, damit man einfach für den nächsten Einsatz einsatzbereit sein kann. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt. Also gerade Hilfen der Industrienation an die Entwicklungsländer. Es geht ja da so nach diesem Loss-and-Damage-Prinzip, was auch immer das genau ist. Verluste, Schäden. Herr Hettkemper, können Sie uns das erklären, was diese Verantwortung ist? Nein, das kann ich nicht erklären. Was ich sehe, ist, dass natürlich die Industrieländer Angst davor haben, nun plötzlich riesige Summen bezahlen zu müssen an die immer wieder betroffenen Länder. Ja. Weil da gibt es konkrete Forderungen. 35 Milliarden, glaube ich, wollen die Entwicklungsländer haben, um sich dann auf das vorzubereiten, was dann kommt mit dem Global Warming.
ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich finde, dass die Länder wie die Philippinen beispielsweise auch ein Stück weit erstmal selber zur Verantwortung gezogen werden müssen. So lieb ich sie ja habe. Mhm. Aber ein Land, was jetzt das größte Wirtschaftswachstum hat zurzeit in Südostasien, die stärksten am stärksten. Ja. Dieses Land hat es bisher nicht geschafft, seine reichen Leute zur Kasse zu bitten. Die schlimmsten Steuersünder laufen da frei rum. Es gibt eine Steuermoral, die ist jenseits von Gut und Böse auf den Philippinen. Wenn die mal ihre reichen Leute rankriegen, anständig Steuern zu bezahlen, dann könnten sie auch selber viel machen. Und dann kommen wir wie auf den Aufbau. Wie sollen die Philippinen das ändern, wenn das System auf Familienclans aufgebaut ist? Dann müssen sie wählen. Oder die Familienclans müssen einsehen, dass es nicht weitergeht. Es kann so nicht funktionieren. Sie können nicht darauf warten, dass die internationale Gemeinschaft alles bezahlt. Natürlich können Sie nicht selber alles. Francis Wagner, ist das ein realistischer Entwurf, den wir da von Herrn Headcamper hören, oder illusorisch für die Philippinen? Ich denke, in 20 Jahren wird das möglich sein. Durch die Internationalisierung, würde ich mal sagen, durch dass viele der meiner Generation sozusagen im Ausland jetzt mittlerweile aufwachsen, dass sie auch mittlerweile dort wohnen, dass sie mittlerweile studieren, haben sie einen kompletten anderen Einfluss, als auf den Philippinen halt ihre hierarchischen Familienstämme einzubehalten. Und 20 Jahre mag es vielleicht ein bisschen zu lang sein, aber vielleicht kann man auch schon die Fortschritte vielleicht in den nächsten 10 Jahren sehen. Und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, in meinem kleinen Barangay, ist es auf jeden Fall zu sehen. Ja, das heißt, die nächste Generation wird opponieren und wird fordern. Nicht so wie hier in den 80ern, aber es wird auf jeden Fall was passieren. Das werde ich, also das glaube ich, da glaube ich fest dran. Ja, aber es geht auch, um Herrn Headcamper noch mal zu antworten, es geht nicht darum, dass die internationale Gemeinschaft jetzt Babysitter werden soll für die sich entwickelnden Staaten. Es geht darum, wir sprechen ja letztendlich von einer fundamentalen Abkehr von unserem Weg der Energieversorgung. Also wir müssen weg von Kohle und Öl. Und das ist für einen Industriestaat wesentlich leichter als für einen Staat, der gerade seit 10 oder 20 Jahren auf diesem Weg voll Dampf voranschreitet. Ja, die Philippinen machen viel mit Dampf, nicht? Ja, ja. Und Teil dieser Milliarden, die da in Rede stehen, sollen ja gerade dazu dienen, auch diesen Umbau mit zu unterstützen. Also es ist nicht so eine Vollkaskoversicherung für die, die nie was gemacht haben. Verstanden. Jetzt brauchen wir noch eine Erklärung von Ihnen, Herr Bauchmüller. Ich habe den Korb gekriegt von einem Headcapper. Ich hatte gehofft, der würde mir Loss and Damage erklären. Das müssen Sie das machen. Naja, das kann man an dem Bauer, über den wir eben gesprochen haben, kann man das ganz gut machen. Der Bauer hat ein Problem mit Wetterextremen und kann seine Ernte nicht mehr einfahren. An wen wendet er sich jetzt? Also gibt er einfach auf, geht in die nächste Stadt. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich und wer ist bereit, dafür auch was zu geben? Darum geht es eigentlich in diesem Prozess mal ganz einfach gesagt. Mhm. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Auch da geht es nicht darum, dass irgendwo der reiche Onkel aus Europa kommt und Euros verteilt. Da gibt es Versicherungssysteme zum Beispiel, mit denen sich auch ein Landwirt gegen Dürren oder Fluten versichern kann. All das, also, und darüber wird ja auch gerade verhandelt. Und das ist aber, weil Sie eben sagten, es geht eben um Geld. Das ist für die Industrieländer dann wieder ein großes Problem, weil die wollen auf keinen Fall, dass da irgendein Automatismus ins Spiel kommt. Ja. Und da fängt es dann schon an. Steuerzahler müssen sie am Ende bezahlen. Darf man aber auch nicht vergessen, dass es natürlich bei dieser Konferenz um ein großes Thema geht, nämlich das, was heißt internationale Klimagerechtigkeit. Also da geht es um die Schuld der Verursachung des Problems und es geht auch um die ungerechte Aufteilung der Risiken. Also die, das haben wir ja vorhin auch gesehen, die am meisten betroffen werden, sind in der Regel auch die am fragilsten aufgestellten und die auch am ärmsten. Können Sie das schildern? Wie erleben Sie diesen Konflikt zwischen Industrie und Entwicklungsländern? Also ich erlebe den Konflikt durch die Kontakte und durch die Arbeit im Süden ganz klar, dass da ein berechtigter Anspruch besteht. In der Tat, den würde ich überhaupt nicht vom Tisch wischen. Die Frage ist tatsächlich nur, wie man damit umgeht. Und da gebe ich Ihnen recht, Indien und China spielen da gerne die Rolle des kleinen Entwicklungslandes, was sie nicht mehr sind. Und da verschieben sich natürlich im Moment auch international so ein bisschen die Machtarchitektur verschwindet. Ist nicht mehr dieselbe wie vor 20 Jahren. Und das wirft Probleme auf, die man dann in so einer Konferenz plötzlich lösen soll. Und das ist schwierig. Also wir haben zwei Entwicklungen. Wir haben das, was in der Konferenz passiert. Ist kompliziert genug. Wir haben aber natürlich auch in der realen Welt ganz heftige Veränderungen, die schwierig sind, in so einem Prozess ein Spiegelbild zu finden. Ne? Und damit muss man auch umgehen. Und das führt eben ganz viel zu Dissensen und dann auch zu Streitereien. Aber grundsätzlich
Indien ist da ein ganz großer Fürsprecher. Sie sagen, wir haben das Recht auf Entwicklung. Ihr habt euren Wohlstand erreicht, ihr lebt gut. Das habt ihr mit dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Ihr habt eure Sünden gemacht. Ihr habt auch so. Und jetzt wollt ihr uns plötzlich sagen, wir sollen das nicht machen. Halleluja, das geht nicht. Dann gebt uns erstens Geld und zweitens Technologien, damit wir wenigstens in der Lage sind, also den nächsten Entwicklungsschritt auch selbstständig zu vollziehen. So, und da wird es jetzt schwierig. An der Stelle, verständliche Position. Finde ich so, allerdings auch. Es gibt auf der anderen Seite natürlich immer die Frage, wie kann man jetzt sowas ausgleichen? Aber vielleicht noch, bevor wir das besprechen, der Punkt, wir haben über Australien geredet, wir haben über China geredet. Was ist mit den Amerikanern? Und der eigenen Energie, sich unabhängig zu machen, da tut sich was Neues auf. Ja, also bei den Amerikanern ist eigentlich eine ganz groteske Entwicklung, die ja ganz lange die großen Bremser waren auf der Bühne. Und jetzt seit einigen Jahren eben unverhoffte Gasschätze bergen. Durch neue Technologien, die in Deutschland aus gutem Grund mit großer Skepsis betrachtet werden. Können Sie das ein bisschen beschreiben, was das für Technologien sind und welche Gase es sich handelt? Es ist ganz normales Erdgas. Ja. Die Technologie nennt sich Fracking. Also man unter großem Druck pumpt man Wasser, Chemie und Sand ins Gestein und holt damit Gasblasen. Im Grunde öffnet man Gasblasen und holt dieses Gas raus. Das hat in den USA zu einem enormen Verfall der Gaspreise geführt. Mhm. Und zu einer Umstellung der Energieerzeugung von Kohle auf Gas. Und Gas hat wesentlich weniger Emissionen als Kohle. Und dadurch gelingt es den USA, jetzt also eigentlich durch diese neue Technologie ihre Klimaziele zu erfüllen, ohne wirklich viel für das Klima zu tun. Und das mit einer Technologie, wo man also aus ökologischen Gesichtspunkten allein im Blick auf das Trinkwasser wirklich ein sehr, sehr großes Fragezeichen machen muss. Können Sie das kurz erklären, Frau Jakob, was sozusagen ökologisch da das Problem ist beim Fracking? Also das Problem ist, dass man nicht genau weiß, welche Schadstoffeinträge man ins Trinkwasser damit quasi verursacht. Dadurch durch diese Zerstörung in großer Tiefe mit Druck, auch dadurch, dass man natürlich auch Chemikalien einbringt sozusagen. Und es ist nicht wirklich klar, wie sich das verteilt, wie es in das Grundwasser hineinkommt. Und die Risiken sind sehr, sehr groß. Also aber das ist den Amerikanern im Moment aufgrund dieser technischen Entdeckung ziemlich Schnurzpiepe. Ja, es fördert die industrielle Entwicklung. Mancher spricht von einer Reindustrialisierung der USA. Also wir wollen mal abwarten, ob es wirklich so kommt. Aber in dem Moment ist es den USA egal, ja. Und Polen übrigens macht sich auch gerade auf den Weg. Und der Premierminister von Polen, Donald Tusk, der hat ja vorgestern auch eine Rede gehalten zur Eröffnung und hat diese Rede genutzt, um Fracking zu preisen. Also das ist wirklich Klimapolitik pervers eigentlich. Ja, ein Land, das 90% seiner Energie aus Kohle bezieht und sich da neu orientieren will. Den einen Punkt, ich will nicht die Philippinen ganz aus dem Auge verlieren. Also es gibt den grünen Klimafonds. Herr Bauchmüller, können die Philippinen hier jetzt Hilfsgelder beantragen oder wie läuft das? Ja, es gibt ihn auf dem Papier. Ja, also man ist gerade dabei, ihn so weit zu bringen, dass man wirklich Geld einzahlen kann wie einen Fonds, dass also dieses Geld von jemandem verwaltet wird, dass es auch anwächst und nach bestimmten Kriterien vergeben wird. Also die Philippinen können da auf gar nichts hoffen an der Stelle. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man, egal wie man das jetzt, aus welchem Fonds man das jetzt finanziert, was natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist, ist aber, dass man jetzt, wenn man wieder aufbaut nach so einer Situation, dass man dann wirklich in einer Art und Weise aufbaut, dass man ein bisschen widerstandsfähiger wird. Ja. Also dass man wirklich, wir haben vorhin gesehen im Film, die Hütte wird wieder genauso aufgebaut auf den Trümmern. Und das ist natürlich die Tradition. Natürlich wird mehr Schutz aufgebaut. Man tut, was man kann. Aber ich frage mich, ob da nicht wirklich die internationale Staatengemeinschaft nicht doch stärker gefordert ist, um dafür zu sorgen, dass alle Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten dann auch wirklich zur Verfügung gestellt werden, um an jeder Stelle, wo man wieder weiter aufbauen muss, es auch wirklich so zu tun, dass man einmal mitbedenkt, was kommt denn da im Laufe des Klimawandels mit und ohne Klimawandel auf uns zu in den nächsten 20, 30 Jahren, damit man jedes Mal ein kleines Stückchen weiterkommt und etwas mehr Vorsorge sozusagen treffen kann, um besser damit umzugehen. Die lokale und regionale Stabilität. Aber die Frage jetzt, wenn wir darüber reden, wie umweltbewusst, lieber Herr Wager, sind die Filipinos? Ich möchte nicht so schlecht über mein Land reden. Das sollen Sie auch nicht. In der Hinsicht muss ich es aber.
fehlt halt an Recycling. Solche Verständnisse wie organische Lebensmittel und normale Haushaltsmüll etc. trennen gibt es auch nicht. Das, was wir bzw. was in den Provinzen passiert, was auch zum Teil in den Städten passiert, ist, wir verbrennen Müll. Oder wir hoffen, dass der Fluss, den da gerade so rechts daneben liegt, den Müll wieder rauswäscht. Was natürlich überhaupt nicht passiert. Deshalb fand ich die, muss ich ganz ehrlich sagen, die Dokumentation war vollkommen korrekt. Aber ich würde jetzt, bis auf die zerstörten Häuser, würde ich jetzt sagen, das sieht eigentlich so wie immer aus. Also es ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dafür... Das ist so, als würde man als kleines Kind würde man gesagt haben, so hier hast du ein Spielzeug, das darfst du jetzt benutzen. Aber wie man das benutzt, sagt das keinem. Also ganz, ganz so negativ würde ich es nicht sehen. Also ich meine, ich sehe zum Beispiel, dass die Philippinen inzwischen Nummer zwei sind bei der Thermoenergienutzung. Also sie haben ja genug Vulkane, da dampft es ja genug. Also da sind sie doch ganz, ganz intensiv dabei, da was zu tun. Und sagen wir so, in den Mittelstands... Familien, im Mittelstand, sozialen Mittelstand, ist, glaube ich, schon so was da, wie so ein wachsendes, grünes Bewusstsein. In den Slums natürlich nicht. Wie denn? Wo soll das denn herkommen? Braucht man Geld? Für Umweltbewusstsein muss man erst mal essen vorher. Lebenstechnologien werden so. Also das, ich sehe das nicht ganz so negativ. Ich glaube, da ist nicht so viel wie in Deutschland, klar. Weil es sind andere soziale Bedingungen. Aber es entwickelt sich ein bisschen was. Aber meine, wo nichts zu essen ist, ist eben auch nichts. Aber ich möchte das gerne unterstützen. Wir hatten eine Konferenz über Klimaservices, auf denen eine Delegation von den Philippinen war, die sich im Wesentlichen um Wassermanagement gekümmert haben. Um die Infrastruktur, die man wirklich braucht, um Wassermanagement nicht nur in den größten und reichsten Teilen der Philippinen zu gewährleisten und wie man sie ausbaut. Und sie suchten da die Kontakte. Also ich denke schon auch, dass das sich relativ viel auch bewegt. Aber es ist natürlich nach solchen Situationen auch alles ein bisschen schwierig. Ja, jetzt brauchen Sie schlichtweg mal ganz konkrete Hilfe. Ich meine, wie lange braucht eine Palme, um wieder Früchte zu tragen? Herr Wager hat gesagt, die größte Arbeit steht jetzt noch bevor. Was kommt auf die Philippiner jetzt zu? Ja, eigentlich die Wiederaufbau. Und da kann ich leider nur sagen, ich würde es begrüßen, wenn die internationale Gemeinschaft mein Land Philippinen helfen würde. Aber so wie sich das anhört, ist es ja so, als wäre es fast normal, dass ein Taifun über Philippinen, weil es ja 30 Mal, 40 Mal über die Philippinen kommt, überhaupt raus. Und das guckt man sich halt im Fernseher an. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil es gab schon öfters größere Katastrophen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass die Hilfsorganisationen da sind. Aber ich meine, wenn ich das aus der deutschen Perspektive sehe und aus den deutschen Medien angucke, was wirklich in meinem Land passiert und was halt reflektiert wird, finde ich, ein bisschen zu wenig. Also in welcher Hinsicht zu wenig? Dass da wenig geholfen wird. Also nicht jetzt gerade, aber halt später. Es ist schon öfters was passiert. Genau. Es ist, die Nachhaltigkeit ist überhaupt nicht gegeben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, das ist auch nicht unsere Mentalität. Wir leben im Jetzt und Heute. Das ist philippinische Philosophie. Wir kümmern uns nicht, was in 30 Jahren passiert. Wir müssen erst mal überleben. Die Nachhaltigkeit kann entweder nur durch internationale Hilfe kommen. Oder wir warten 20 Jahre, dass meine Generation aus den Universitäten und deren Kinder aus den Universitäten kommen, die international studiert haben und irgendwann sagen so, ich bin Philippiner und ich will jetzt in meinem Land was ausrichten. Und so lange wird nichts passieren. Franzis, ich habe das vorher der Sendung schon mal gefragt. Ist das eine Idee, Berlin zu verlassen, dahin zu gehen und zu helfen? Ganz dahin zu gehen. Wie ich schon sagte, meine Seele ist in meinem Land, auch mein Herz ist hier. Ich bin ein Kind aus zwei Welten und ich will das eine und das andere nicht verlassen. Ich werde immer zwischen diesen zwei Welten sozusagen wandern. Es hört sich sehr komisch gerade an. Aber vielleicht lässt sich ja genau das gut und klug verknüpfen. Ich denke auch. Aber das werde ich halt erst sehen, wenn ich vor Ort bin. Ich werde dort mit ganz vielen Hilfsorganisationen reden, auch die lokalen. Und ich habe zum Glück hier auch sehr viel Hilfe. Und ich werde sehen, was die Zukunft halt bringt. Aber der Wiederaufbau wird auf jeden Fall mein Fokus sein. Ja.
Ja. Ja, lieber Francis Wagner, ich wünsche dir alles Gute für. Morgen früh geht's los mit dem Flugzeug in die Heimat. Und Herr Kauf, wir haben mit Ihnen die Sendung geöffnet. Als Sie jetzt das Land verlassen haben, haben Sie irgendwie schon so ansatzweise so Fortschritte gesehen im Wiederaufbau? Also ganz erstaunlich. Es war wirklich so, dass schon nach 7 Tagen Stromkabel abgeschnitten wurden, neue Stromkabel gelegt, das erste Licht hinkam, dass die Straße wieder belebt war. Ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, ob es so war, dass die Ausgangssperre weg war. Also die Patienten kamen viel, viel länger. Sonst war ja halt mit Dunkelheit, durfte keiner mehr vor die Tür gehen. Und ich denke so, aus medizinischer Sicht ist natürlich so, eine langfristige Hilfe ist toll, aber es ist natürlich wichtig, die Menschen leben jetzt in kleinsten Räumen. Ja, die müssen irgendwie wieder auseinanderkommen. Was sollen die machen? Die Sachen liegen rum, die haben teils Flipflops an, mit denen die da durchlaufen. Also wir haben ja dann nicht nur die Versorgung der Taifun-Opfer gemacht, sondern wir haben ja im Prinzip die Versorgung aller Patienten übernommen. Also dann kamen auch welche, die haben sich in den Nagel getreten. Oder der Nächste ist ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen oder ist mit dem Motorrad gefallen oder Moped oder was man fährt. Also das kommt ja noch alles dazu. Und ich glaube, dass es also langfristig sicherlich gut ist, aber schwierig. Aber da tut sich was und ganz viel haben angefasst. Und ja, toll war eben, was wir auch zurückgekriegt haben, dass man sich bedankt hat und genau jetzt wie du oder sie das gemacht haben, also man ein gutes Gefühl hatte. Das heißt, Sie für sich persönlich sagen, es war zwar erst mein zweiter, mein erster richtiger harter Einsatz, dass Sie weitermachen? Ja, ich halte es nicht für hart. Also wir wussten, was kommt und eine Katastrophe kann nicht anders sein. Und ich will es auf jeden Fall wieder tun, weil dafür trainieren wir. Und das ist unser Bestreben, möglichst früh da zu sein und möglichst früh Schaden zu verhindern. Herr Koppensch, herzlichen Dank, dass das geklappt hat, dass Sie schnell zu uns nach Hamburg gekommen sind und heute Nacht eine Mütze Schlaf. Ja, das ist sehr schön, genau. Ja. Hätte ich gebrochen. Herr Wagner, herzlichen Dank, Herr Hedtkemper, Herr Bauchmüller, Herr Kühn und Frau Jakob. Vielen Dank für die Erläuterung und für die Diskussion. Wir blenden noch mal schnell eben die Aktion Deutschland hilft ein und Bündnis Entwicklung hilft. Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Spendenkonto 92 92, Stichwort, lesen Sie ARD Taifun. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihr Interesse. Im Anschluss folgt das Nachtmagazin.